Hallo Vicky, was hat Klebeband mit Autonomie zu tun? Wir berichten aus dem Simdeck im schönen St. Gallen in der Schweiz. Wir berichten von einer Person, die in jungen Jahren an Demenz erkrankt ist und die immer selbstständig essen konnte, optisch keinerlei Einschränkungen hatte, plötzlich aber ihr Besteck zwar sehen, aber nicht mehr erkennen konnte. Es war für sie wie nicht da, sie musste es aktiv auf dem Tisch suchen, bis sie es dann gefunden hat. Wir haben mit einer angehörigen Person darüber gesprochen und haben gesagt, naja, wir wissen, es gibt Besteck mit roten Griffen. Man sagt diesen roten Griffen nach, dass diese besonders gut zu sehen seien und es könnte ja sein, dass es funktioniert. Wir haben der Person das Besteck ausgeliehen. Mit dem Besteck konnte die Person wieder selbstständig essen, hat aber gesagt, das Messer hier, das ist mir nicht scharf genug und hat gesagt, dieses Besteck, das schaut doch, und das ist ein Originalzitat, aus wie für Menschen mit Behinderung. Ich bin nicht behindert, ich bin krank oder ich habe eine Demenz. Und sie wollte dieses Besteck einfach nicht nutzen, weil sie sich da in ihrem Menschsein, in ihrer Würde eingeschränkt gefühlt hat. Die Angehörigen sind dann ins Möbelhaus und haben ein normales Besteck mit einem roten Griff gekauft und das hat funktioniert. Für uns ist dann die Frage aufgekommen, können wir mit einem Stück Klebeband das Besteck so gestalten, zumindest als Testinstrument, dass wir wissen, ob für die Person dieser rote Griff hilfreich wäre oder eben nicht. Wir fragen uns jetzt, wie vielen Menschen geht es so, dass sie von diesem Test mit dem Klebeband vielleicht profitieren könnten? Wie viele Menschen könnten durch rote Griffe am Besteck ihre Autonomie wiederherstellen? Wir fragen uns, wie vielen Menschen das so geht, dass sie nicht essen können, weil sie eine Fehlwahrnehmung haben, nicht essen können, obwohl sie optisch gut sehen können, nicht essen können, weil sie das Besteck nicht erkennen. Wir fragen uns, wie viele Menschen ein Stück rotes Klebeband wieder Würde und Autonomie zurückgeben könnte. Deswegen haben wir auf simdeck.ch und auf wiki.de eine Unterseite gestaltet, wo wir in der Mittelmachstudie unsere Ergebnisse teilen, aber auch zum Mitmachen einladen. Erstmal, wie verstehen wir das ganze Phänomen? Es ist für uns so ein Stück weit wie so ein Suchsel. Wir haben hier die Worte Besteck, Rot und Griff und noch ein paar andere Worte versteckt. Die sind auch hier unten im Text. Und wir gehen davon aus, dass man sie in diesem Text schneller findet als hier oben. Hier haben wir auch die Auflösung versteckt. Vielleicht ist diese Analogie eine Hilfe, um zu verstehen, um ein Bild zu haben, wie könnte das sein. Wir wissen es aber nicht. Falls jemand eine bessere Erklärung hat oder eine bessere Analogie, lasst es uns wissen. Hier im Zeitstrahl haben wir dokumentiert, was bisher passiert ist. Die Ausgangslage, die Person kam eben auf uns zu. Wir haben dann den ersten Test gemacht mit diesem Besteck mit den speziellen Griffen. Der zweite Test war dann selbstständig zu Hause umgesetzt worden. Hier wurde einfach ein handelsübliches Besteck mit roten Griffen geholt. Und wir haben dann mit verschiedenen Personen gesprochen und haben überlegt, wie kann man das denn simulieren? Wie können wir herausfinden, ob es anderen Menschen auch so geht? Und kamen dann irgendwann darauf, wir könnten ja mit Klebeband diesen Griff präparieren und die spannende Frage ist natürlich, funktioniert es bei diesem Ursprungsfall auch? Und ja, es hat funktioniert. Natürlich ist dieses Klebeband keine Dauerlösung. Es würde wahrscheinlich nach dem ersten Mal schon die Spülmaschine verstopfen. Aber wir wollen wissen, hilft es, wie vielen Menschen könnte es helfen? Wenn wir unser Wissen austauschen, dann könnten wir noch weitere Forschungsfragen uns stellen und wir laden dazu ein, dass wir hier über unseren Kanal Menschen verbinden, die mit uns oder auch ohne uns daran forschen wollen, damit wir mal ja, mehr Wissen über dieses Phänomen entdecken können. Und deswegen haben wir hier einen Fragebogen erstellt. Die Hintergründe zum Fragebogen haben wir hier aufgelistet. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal, indem ich mit
durch den Fragebogen durchgehe. Und für alle, die mit dem Smartphone arbeiten, haben wir hier dran den QR-Code zum Abfotografieren. Da kommt man auf genau diese Webseite. Es geht mit dem Chrome-Browser im Übrigen auch da so, dass man mit der rechten Maustaste auf die Webseite geht und dann den QR-Code eben für diese Seite sich anzeigen lässt. Wir fragen nach, ob Sie oder du aktuell oder in der Vergangenheit oder noch nie so eine Situation erlebt haben hast. Wir wollen vor allem wissen, wie viele solche Phänomene kommen aktuell, also heute. Wir kriegen diese Rückmeldung mit einem Zeitstempel und würden auch gern so eine Langzeitstudie machen. Wie häufig kommt das auch in Zukunft noch mit dazu? Und wir fragen dann, wo dieses Phänomen auftritt, hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Andere Länder kann man gerne hier eintragen. Pro Fall bitte einen Fragebogen, damit wir das sauber trennen können. Und wir bitten um die Postleitzahl. Warum machen wir das? Wir wollen die Daten oder die Fälle und die Verbreitung wollen wir auf einer Karte darstellen. Natürlich nicht so detailliert, dass man rausfinden kann, wo war es genau, sondern wir sammeln erstmal Postleitzahlen. Solange wir nur eine Postleitzahl haben, dann kaschieren wir das und sagen, okay, es ist ein Fall in der Schweiz. Wenn es dann irgendwann mal 100 Fälle in der Schweiz sind, dann können wir auf Kantonsebene runtergehen oder in Deutschland eben oder in der Schweiz, in Österreich auf die Bundesländer und können so eine Mischung aus Regionalität und Präzision, aber auch Datenschutz abbilden. Auch hier bei der Auswertung sind wir froh um Leute, die uns unterstützen. Im Moment warten wir vor allem auf Daten, dass wir eben überhaupt was zum Auswerten haben. Wir fragen danach, ob das Klebeband geholfen hat. Falls Sie das ausprobiert haben, lassen Sie es uns wissen. Falls Sie Kommentare haben, falls wir irgendwas nicht bedacht haben, wenn Ihnen was aufgefallen ist, schreiben Sie es gerne hier rein. Falls andere Dinge hilfreich waren, ja, wählen Sie aus, ja oder bedingt, also teilweise hilfreich oder eben nein. Und benennen Sie solche Dinge auch. Benennen Sie gerne auch, womit Sie gescheitert sind. So können wir voneinander lernen. Dann würden wir Sie bitten, einmal die Situation zu fotografieren, in der das Besteck nicht erkannt wird. Für uns ist da die Frage, ist der weiße Tisch mit dem silbernen Besteck häufiger, dass es nicht erkannt wird, oder ist es der dunkle Tisch mit dem hellen Besteck drauf, was ja Kontrast abbilden sollte? Liegt es vielleicht am Glanz oder liegt es nicht am Glanz? Wenn wir wissen, wie wurde die Situation eben zum Problemphänomen und wie wurde die Situation gelöst oder wann wurde das Phänomen aufgelöst, können wir vielleicht näher an Daten rankommen oder an Informationen und Erkenntnisse rankommen. Wenn Sie diesen Fragebogen mit dem Smartphone ausfüllen, können Sie hier direkt aus diesem Datei auswählen, quasi aus dem Smartphone raus fotografieren. Deswegen haben wir oben den QR-Code hinterlegt. Falls Sie uns irgendwelche Impulse mit auf den Weg geben möchten, sehr gerne. Und falls Sie möchten, hinterlegen Sie uns gerne Ihre Kontaktdaten. Auch dieser Datensatz ist absolut freiwillig. Wir müssen Sie halt kontaktieren können, wenn Sie mitmachen wollen, wenn Sie mitforschen wollen oder wenn Sie sagen wollen, ich bin für irgendwelche Fragen, stehe ich nochmal zur Verfügung. Wir werden auf Basis der eingehenden E-Mail-Adressen einmal eine Rückfrage stellen, ob die Personen Lust haben, noch weiter sich zu beteiligen. Da werden wir einen Folgeforschungsfragebogen an Sie raus verteilen. Falls Sie es nicht wollen, lassen Sie einfach die E-Mail-Adresse weg. Damit wir nicht ganz so viel Arbeit haben mit bösartigen Webseiten, klicken Sie einfach hier diesen Capture an. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie uns über die Kontaktseite gerne erreichen. Da sehen Sie auch ein Foto von mir, wie ich ausschaue. Nehmen Sie auch gerne den Kontakt mit uns auf. Wir sprechen auch gerne mit Ihnen. Wir gehen davon aus, dass hier ist ein sehr seltenes Phänomen und wir gehen davon aus, dass wir nur sehr wenige Rückmeldungen kriegen werden. Aber die Rückmeldungen, die wir kriegen, die sind wahrscheinlich sehr wertvoll. Insofern danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung in welcher Form auch immer. Und wir verbleiben wie immer
Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.